Ein ganz besonderes Kapitel war meine Kuba-Reise, die mit vielen, vielen Hindernissen verbunden war. Die Reiseroute verlief über Gander, Nordirland, nach Kanada und von Kanada die Küste entlang nach Havanna. Der erste Schock war unsere erste Anreise in Gander. Kurz vor der Landung, wo die Zwischenlandung geplant war, ging die Maschine kaputt. Ein Motor hörte auf, die Rotation, man sah das, wie die Rotation der Blätter langsam wurde. Und das war doch ein ganz komisches Gefühl. Ja. Es wurde die Landebahn eingeschäumt. Das Benzin wurde abgelassen, damit keine Explosion bei der Landung durch war. Und er ist dann mehr oder weniger gut gelandet. Die ganzen Kubaner, die in der Maschine waren, die sind ja sehr temperamentvoll. Sie sprangen auf, sie klatschten und waren hochbefriedigt, dass sie noch wieder einmal lebend zur Landung ansetzen durften. Weiterhin war das dann aber nicht nur das, was ja ich zum ersten Mal eigentlich erlebt habe. Dann waren wir Gäste, oder es waren noch einige mit einem anderen Großmeister. Wir waren Gäste dann bei einer irischen Hochzeit. Wir wurden eingeladen von den Gastgeber, also den Vater dieses Brautpaares, und konnten da noch einige gute Schlucke Whisky uns genehmigen, sodass auch die Angst oder die Hoffnung, dass es am nächsten Tag weitergeht, vorhanden war. Es musste extra ein neuer Motor aus London eingeflogen werden. Und weiter ging die Reise nach Kanada, nach Neufundland. Ich, Esel, habe dann leider Gottes meinen Impfausweis vergessen gehabt. Bockenimpfung musste man vorzeigen und wurde somit unmittelbar vor dem Eingang in den Transitraum erneut noch ein zweites Mal an Bocken geimpft. Aber das war nebensächlich, das war kein Problem. Und jetzt die Weiterreise nach Havanna. Also ich wünsche es niemandem, der das man noch nicht erlebt hat. In diesem Fall sind wir an der Küste entlang. Damals war die größte Konfrontation zu Amerika von Kuba aus. Das waren ja, also wo die Atombomben dort von dann eventuell in Kuba waren und dergleichen Raketen. Und die wären also lieber abgestürzt, als eine Notlandung in Amerika zu machen. Ja. So sind wir dann in einen tropischen Sturm gekommen. Zwei Motoren waren ausgefallen. Sie können sich vorstellen, ein Fahrstuhl war das. Also auf und ab. Ja. Durch den tropischen Sturm. Und naja, wir haben es eigentlich nur mit viel, viel Rum dann uns all die Passagiere dann irgendwie alkoholisiert, kann man fast sagen, um das zu vergessen. Denn natürlich war die Maschine durch den Ausfall von zwei Motoren natürlich auch viel, viel langsamer. Aber tatsächlich, sie ist am Abend dann wohlversehrt in Havanna gelandet. Ja. Natürlich wieder dasselbe Zeremoniell, dass die ganzen Passagiere dann gejubelt haben, geklatscht haben und alle haben sich umarmt, dass sie das wieder mal erzählt hatten. Aber nichtsdestotrotz war es ein wunderschönes Erlebnis. Wir haben in der Havanna Libre, das war ein ehemaliges Hilton Hotel. Das war noch die Zeit, wo die Kubaner noch sehr viele Ressourcen hatten. Ja. Es war also noch ja, also an Lebensmitteln und an Getränken und alles war noch westlicher Produktion. Und wir hatten dort einen sogenannten General Credito. Man konnte also dort in dem ganzen Hotel essen und trinken, was man wollte. Man brauchte nur diesen Schein. Vorzeigen. Ein Spieler, das war ein schwedischer Großmeister, der war schon älter, der liebte sehr den Alkohol. Der hat das also über Maßen natürlich genossen. Er hat auch im Turnier nicht gut abgeschnitten. Ja, und ich habe dieses Turnier, das war eigentlich jetzt mit mein allergrößter Erfolg, das war 1964, wo ich dieses Capablanca-Gedenkturnier gemeinsam mit dem Weltmeister Smyslov gewann. Es waren 22 Spieler anwesend. Sie können sich vorstellen, das sind jeden Tag nur eine Partie, 22 Tage mit Ruhetagen, mit Anreise und Abreise. Also gut einen Monat war man in Kuba.
Und man hat die Freundlichkeit der Menschen dort genossen. Viele Empfänge waren anwesend. Damals, da war das noch gut, da kriegte dann auch jeder noch ein Auto oder mit Chauffeur. Also da waren die noch sehr gut bei Kasse.